Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online. Heute sind wir im Inkarnatorium und müssen die Quest Verloren im Immergrau erledigen. Dafür sprechen wir gleich mit dem Herzog der Krähen und müssen uns dann hier durch diese kleine Instanz durchkämpfen. Hier geht es also darum, dass wir den Krähen helfen wollen gegen eine feindliche Krähengruppe. Ein bisschen verrückt das Ganze. Aber das müssen wir machen, damit wir rausfinden, was denn mit den Daedra los ist. Warum denn hier Sotasil von einem Schatten ersetzt worden ist. Und das alles, damit uns dieser Herzog der Krähen hilft. So, oder das kriegen wir dann alles raus. Und jetzt kommen wir auch in den Raum, wo der Herzog auf uns wartet. Und mal gucken, was wir dann für den erledigen sollen. Da vorne sitzt er auch schon. Und das ist der letzte Teil der Quest. Heute schaffen wir es und dann sind wir dann auch fertig mit dieser Quest. Und dann kriegen wir eine Folgequest demnächst. So ein bisschen aufräumen noch hier. Interessante Konstruktion. Jetzt erzähl uns mal was. Die Königin der Spreu wird bald eintreffen. Wir müssen ihr mit meiner Pracht den Atem verschlagen. Seid ihr bereit? Schaut euch um. Ich habe diesen Ort aus einem Grund gewählt. Überall Apparate zum Ziehen und Drücken. Wenn die schwingenlosen Diener der Stadt an ihnen herumspielen, drehen sich die Zahnräder und die Rohre quietschen. Ich muss die Königin der Spreu davon überzeugen, dass diese Maschinen mir und nur mir allein dienen. Ja, genau. Eine Darbietung. Meine Beine mögen grazil und majestätisch sein, aber sie sind nicht stark genug, um diese Hebel zu betätigen. Ich brauche euch und eure fleischigen Hände. Wenn die Königin der Axarchen zur Zeugin meiner Macht wird, wird sie davonfliegen und nie mehr wiederkehren. Natürlich nicht! Keine Zeit zum Planen mehr! Das Gefolge der Königin naht heran! Sucht euch ein Versteck! 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 Oh, Herzog, ihr kommt allein. Töricht! Das wird wohl einfacher, als ich dachte. Zeigt mir den Schlüssel, oder mein Schwarm zerfetzt euch. Ihr seid die Närrenspoi-Königin! Ich gebiete nun über die Macht der Maschine. Ihr erwartet, dass ich das glaube? Gebt mir den Schlüssel oder wir picken euch in Stücke. Seht! Jetzt müssen wir Angst machen. Dem feindlichen Krähenclan. Und wo ist der Schalter? Da ist er. Was? Ruhig, Exarchen. Es ist nur ein Trick. Erwacht, Maschinen! Erwacht! So, der nächste Hebel ist dann hier. Ich lasse mir nicht drohen. Ich bin die Königin der Spreu. Euer Untergang ist nah. Meine Maschinen vernichten euch. Die zwei Hebel haben noch nicht geholfen und der dritte. Nein! Unmöglich! Unmöglich! Nun, Königin der Spreu, sterbt ihr! Tja, was so ein paar Maschinen doch Krähen für eine Angst machen können. Und der vierte Hebel. Ich gebe auf! Solche Macht! Wir sind geschafft, Ungefiederter! Sieg für den Herzog! Sieg für den Schwarzfederhof! Der Angreifer kam gerade übrigens aus der Kugel. Womöglich gibt es eine kleine Komplikation. Oh je, das wäre um so vieles leichter, wenn ihr Gefieder hättet. Das habe ich schon, gewissermaßen. Ich habe den großen Preis in der Nähe versteckt, doch in eurem Eifer, mich zu beeindrucken, habt ihr den falschen Schalter umgelegt. Jetzt ist die Tür, die zum Glänzendsten führt, blockiert, blockiert. Ich kann durchfliegen, aber ihr müsst den langen Umweg außen herum nehmen. Nach Norden,
Ich werde meinen stolzen Ritter des Marks aussenden, um euch zu begleiten. Viel Glück! Wie soll es anders sein? Wäre jetzt auch zu einfach, hier rauszugehen und uns die Belohnung zu holen? Nein, jetzt holen wir uns erst noch einen Schlüssel hier raus. Folgt mir, Krähenfreund! Die glitzerndsten Schätze warten! Jetzt kommt auch noch der Ritter der Krähen, dann helfen wir dem halt jetzt. Er zeigt uns den Weg schon mal ein bisschen, das ist super. Brauchen wir nicht in jede Ecke rein. Außer wir wollen natürlich hier die Fässer looten. Das ist natürlich was ganz anderes, weil man könnte ja mal eine Skizze rauskriegen. Aber dafür sind, glaube ich, Wemer Dungeons besser. Da kriegt man mehr Skizzen aus den Urnen, als hier aus irgendwelchen Fässern oder sowas. Da vorne flattert er. Ha, es gibt DP. Sehr cool, 319 Champion-Punkte. Hab ich doch schon wieder im letzten Let's Play ein Champion-Level gemacht. Ja, mal gucken, wann ich irgendwann mal an dem Max-Cap bin. 720 müsste das ja jetzt sein. Heieiei. Das sind noch ein paar Champion-Level, die da vor mir sind. Und da kommt jetzt mal ein etwas dickerer. Und die halten alle nicht so viel aus, ne? Da haut man dreimal drauf. Ja, vielleicht viermal und sind die weg. Das ist aber das Gute, dass man so im Solo-Modus, im Quest-Modus doch relativ gut die Gegner wegbekommt. Fürs Dungeon reicht es nicht immer. Also fürs Veteranen-Dungeon meine ich jetzt. Die normalen Dungeons kann man ja auch gut durchkämpfen mit der Skillung. Aber demnächst muss ich wohl auch mal in Veteranen-Dungeons gehen. Ich habe nämlich fast alle Trophäen aus den Normal-Dungeons fertig. Und dann muss ich wohl doch mal ein bisschen mehr Damage machen. Mal gucken, wie es in den Veteranen-Dungeons läuft. Also früher, sage ich mal, bevor es die Champion-Level gab, als es noch Veteranen-Level gab, habe ich mit dieser gleichen Skillung, neben dem dädrischen Fluch statt mit dem Kraftschlag, auch Veteranen-Dungeons gemacht. Hat auch geklappt. War zwar manchmal ganz schöner Krampf, aber mit dem Kraftschlag macht man ja ein bisschen mehr Damage, bisschen direkteren Damage. Schaut euch diese ganzen lauten Echsenmonster an! Gut, dass sie in Käfigen sitzen, oder? Tja, wenn sie in den Käfigen bleiben würden, die kommen hier raus. Das sieht übrigens cool aus, oder? Diese Kugeln, wo die so rausfließen. Scheint hier die Brutstätte für die Maschinen zu sein, soweit ich das mitbekommen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass man Metall in Wasser baut. Das rostet doch. Bisschen ungewöhnlich, oder? Oder ist es vielleicht Öl? Man weiß nicht, was daraus fließt. Sutasil hat schon seine komischen Bauarten. Und weiter geht's. Wir haben immer noch nicht den Schlüssel. Irgendwo muss er doch hier sein. Sieht auf jeden Fall immer nice aus. Was ist da vorne? Der Generalschlüssel. Endlich. Bleibt zurück, mein Herr. Nehmt das. Mein Retter. Nein. Oh, Krähenschrecken. Der sieht ja mal cool aus. Das ist ja mal ein ganz anderer Gegner. Schaltet das Licht an und erhält den ganzen Raum. Okay, das könnte dann helfen gegen ihn. Gewinnt für den Ritter! Jo, jetzt ist er geblendet. Ein geflügelter Krähen-Skelett-Gegner. So, das war's für ihn. Leider kein Z, aber wenigstens ein bisschen was an Geld. Erfahrung. Ja, jetzt sind sie weg. Wo ist der Herzog hin? Ist schon rausgeflogen. Das war schon für den Kampf. Und der Herzog erwartet uns jetzt. Wo? Entweder hier im Raum. Nee, ganz draußen. Der ist wieder in seinem, tja, Rad. Ach, man kann hier sogar drunter. Ja, obwohl da in der blauen Pfütze müssen wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt rumlaufen. Wir laufen einfach raus zum Herzog. Und damit haben wir doch wieder einen großen Schritt geschafft. Den Krähen geholfen und mal einen neuen Bereich der Messingfeste gesehen, in den man sonst nicht reinkommt. So, jetzt müsste uns aber auch endlich dieser Herzog helfen. Jetzt haben wir genug für den getan. Das waren jetzt drei Let's Plays nur für die Krähen, nur für den Herzog. Jetzt sollen die uns mal erzählen, was wir denn tun können, um Sotasi zurückzuholen. Damit wir da nicht nur so einen Schatten rumlaufen haben.
wo müssen wir hin? Einfach hier vorne. Da ist auch schon der Hof. Gar nicht mal so weit. Da ist auch schon. Unser Sieg über die Exarchen forderte einen hohen Preis. Mit Feder und Kralle war unser verlorener Ritter ein wahrer Held. Wir werden weder vergeben noch vergessen. Ich weiß nicht, in welches Schloss der Schatten den Schlüssel stecken will, den er gestohlen hat. Aber wir werden euch helfen, ihn aufzuhalten. Ja, ihr seid ebenso sehr ein Mitglied dieses Hofes wie jede Krähe. Unsere schnellen Schwingen und scharfen Augen stehen zu euren Diensten. Findet den Schatten von Sotasil, nehmt euch den Schlüssel, den er stahl, und rächt meinen Ritter des Marks. Luciana sollen wir mitreden. Jetzt gehen wir wieder zur Bewacherin. Wo ist sie? Da ist sie auch schon, die Aufseherin. Ihr seht mitgenommen aus. Was ist da drin geschehen? Der Generalschlüssel? Nocturnals Schlüssel? Verdammt. Ich hatte das immer vermutet, aber gehofft, dass dem nicht so wäre. Dieser Schlüssel ist ein transdimensionales Artefakt von unvorstellbarer Macht. Wir müssen ihn zurückbekommen. Der Omnivox-Alarm. Verschlagt! Jemand dringt ins Cogitum Centralis ein. Ich muss zurück zur Basilika. Trefft mich dort! Ein transdimensionales Artefakt. Oh oh, was für ein Sicherheitsalarm. Irgendwas ist da los. Schnell hinterher. Das kürzen wir mal kurz ab. Wir wollen ja jetzt nicht den ganzen Weg laufen. Und schon sind wir auch davor. Alle gucken nach oben. Der Alarm ist losgegangen. Hm? Ja, mehr sieht man nicht. Und hier drin müsste sie jetzt wieder sein. Die läuft uns einfach weg, nur weil ein Alarm losgeht. Hier stehen sie alle ganz locker. Ich dachte, hier wäre jetzt mehr passiert. Welchen Teil von versiegelt versteht ihr denn nicht? Der Schatten hat den Aufzug verhext. Wenn wir den Schlüssel hätten, den ihr verloren habt. Da geht es wieder los. Ich hatte es doch gesagt. Fürst Seth würde den Generalschlüssel nie in die Stadt lassen. Es muss eine andere Erklärung geben. Na dann erklärt es mir doch bitte, aber verwendet bitte kurze Worte. Ich will ja nicht, dass ihr euch überanstrengt. Also irgendein Aufzug ist auf jeden Fall versiegelt. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Ich weiß nicht, wie viel ich von Divites und Varunis Gezänk noch ertragen hätte. Es ist, wie ich es befürchtet hatte. Der Schatten ist in das Cogitum Centralis eingedrungen, den Sitz von Fürst Seths Macht. Wenn er den Kern erreicht, wenn er Fürst Seth von dem ausgerichteten Thron verdrängt, das dürfen wir nicht zulassen. Ihr solltet euch für die vor uns liegenden Schlachten stellen. Einen Dunkelgürtel gibt es hier und das ist unermessliche Dunkelheit-Set. Okay, das ist ja mal nicht schlecht. Mittlere Rüstung brauche ich aber nicht. Und dann gibt es ein Emote hinfort. Das gibt es sonst so nicht. Begun, so heißt es. Das ist mal cool. Und ein Fertigkeitspunkt, gut. Wir sind zu spät gekommen. Sobald der Schatten von Sotasil den Generalschlüssel an sich genommen hatte, glitt er ins Fundament und versiegelte alle Türen, die zum Cogitum Centralis führen. Für und Varuni versuchten, das Siegel zu brechen. Ihr seht ja selbst, was daraus geworden ist. Verdammt seien diese Schatten. Wir müssen das Cogitum erreichen. Und da gibt's schon die Folgequest. Vom gleichen Schlag ist die Errungenschaft. Die haben wir gerade abgeschlossen. Fertigkeitspunkt bekommen. Wunderbar. Gucken wir doch mal kurz in die Errungenschaften rein, was uns jetzt noch so erwartet demnächst. Also hier ist sie. Und verloren im Immergrau ist abgeschlossen. Und damit haben wir auch, yay, Abenteurer geschafft. Jetzt müssen wir aber noch mehr Abenteuer schaffen. Das war noch nicht alles. Die nächste Quest wäre dann wohl hinein in die Schwärze. Die stand da ja gerade auch schon. Und ansonsten sind hier noch ein paar Errungenschaften für mich offen. Also ich muss noch einiges erledigen. Noch viele Tagesquests. Mittlerweile haben auch die Krähen jetzt eine Tagesquest, die man dann auch erledigen muss. Und ihr seht das ja oben, DLC Clockwork City ist erst ein ganz kleiner Bereich des Balkens erledigt.
Da sind die anderen Quests gerade gewesen als Errungenschaft, also es wartet noch einiges. So, und dann der Held, der werde ich auch erst, wenn ich die beiden Sachen erledige, die da noch warten. Wir wollen noch 100 Skever, Skevomaten erledigen, oh mein Gott. Und dann natürlich noch den Raid auf Veteran am besten. Das wird richtig viel Arbeit noch. Aber die Storyline werde ich hier weiterspielen. Also ihr werdet auf jeden Fall noch die nächsten drei Hauptquests sehen. Das sind noch drei große Quests von der Storyline. Das hat man da gerade ja in der Übersicht, in der Errungenschaft gesehen. Und dann kommen wir auch hier weiter. Dann wird es bald mal der Held der Stadt der Uhrwerke werden. Hoffe ich doch mal. Und das da war gerade die Tagesquest-Errungenschaft. So, haben noch einiges zu tun. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch ein Like da und ein Abo, würde mich total freuen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es hier mit der Storyline weiter. Oder je nachdem, wenn ich zwischendurch streame, auch mit Dragonbones, mit dort ein paar Schlachtfeldern, Dungeons und so weiter. Und natürlich, wie gesagt, wenn es kein Stream ist, hier mit der Story. So, so sieht der Emote aus. Ist er nicht lustig? Macht's mal gut, bis demnächst. Bye, bye. Serpent lights the ancient sky of dread of tainted stars. Evil stirs and in its wake the soul.